In der Innenstadt von St. Gallen läuft wie in vielen anderen Städten am meisten. Jetzt soll am Kern von St. Gallen noch mehr Leben eingehaucht werden. Die Stadtverwaltung will mit einem Pilotprojekt Bewilligungen für kommerzielle Veranstaltungen lockern. Eine Stadt lebt von den Menschen, die in die Stadt hineinkommen und von den Angeboten, die es gibt, von Läden, Gastronomiebetrieben. Und es ist darum am Stadtrat ein grosses Anliegen, dass wir ein vielfältiges Angebot haben, das attraktiv ist für viele Menschen, die in die Stadt hineinkommen. Auf dem Bahnhofsplatz, bei der Hauptpost, beim Wadiamplatz, beim Brühltor und auf dem Marktplatz soll das Pilotprojekt Anfang 2020 lanciert werden. Die meisten St. Galler freuen sich darauf und haben auch schon Ideen. Vielleicht gibt es etwas für die ganz Jungen, Go-Party oder so. Einfach etwas laufen. Musik, Freiheit, Feierabend, das ist schön. Vor allem im Herbst braucht man das. Von innen her soll man strahlen und Wärme soll kommen. Mit der schönen Beleuchtung auch von der Altstadt. Die ist eben pflästerig. Ich finde es toll und schön. Goa-Partys werden aber trotzdem immer noch ein schwieriges Unterfangen sein. Sich einfach austoben auf diesen Plätzen dürfen natürlich wie überall immer noch nicht. So eine Bewilligung hat auch immer noch Vorlagen, die eingehalten werden müssen. Die normalen Einschränkungen, was Lärm und so weiter anbelangt, dann ist auch die Anzahl der Veranstaltungen haben wir beschränkt. Dann darf es natürlich auch keine Hindernisse für den Verkehr geben, keine fixe Bauten und so weiter. Aber grundsätzlich möchten wir den Anbietern möglichst viel Freiraum geben, dass sie die Ideen, die sie haben, umsetzen können. St. Galler Tauben wird sicher auch freuen, dass auf diesen Plätzen in Zukunft mehr los ist. Mehr Menschen, mehr liegenbleibende Krümel.